Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Part von We Party. Heute ist Farbkuppler an der Reihe. Hab nichts gemacht. Gar nichts. Spiele Memory mit Mii-Charakteren. Alle drei Runden erwartet dich ein Minispiel. Ach so. Und das ist Farbkuppler. Hier gibt es auch keine Mies von unserer Seite aus, halt, weil wir haben keine andere Mies, da steht aus uns beiden. Nehme ich mal die Kaiko. Die ist blau. Okay. Das ist gelb. Boah, die ist. Okay, die ist grün. Okay, merke ich mir auf jeden Fall. Die Chica. Oh, die ist Platin. 4 Punkte, wenn du ein paar davon bekommst. Daisuke. Daisuke. Ja! Oh mein Gott, Daisukulo. Daisukulo. Ja, geil. Einfach mal 4 Punkte. Findest 2 Paare hintereinander, erhältst du einen Bonuspunkt. Für 2 gleichfarbige Paare gibt es sogar 4. Ja. Du hast Daisukulo. Hast du gehört? Du hast Daisukulo. Wir haben verstanden. Stephanie. Fuck. Die ist grün. Ah, sehr interessant, dass die grün ist. Okay. Oh, die hat genießt. Gesundheit. Gelb. Oh mein Gott. Hatten wir den schon? Ja, ich. Was war Tommy, leider. Das heißt, du hast jetzt 6 Punkte. Wie heißt ihr? Und Vincenzo hatte gelb. Oh, ein Minispiel. Kanalwahl. Ich schreie ein bisschen lauter, damit ihr mich trotzdem verstehen könnt. Also, ich fand das jetzt relativ easy. Digga, Junge, du hattest ja auch alle schon auf 2 oder 4. Ja, ich hab halt... Okay. Jackie, Violett, probierst du nicht mehr? Dann halt ich drüber. Okay, du hast 8, das ist einfach so. Das ist noch Julie, Juli, ach, oh, er hat den noch rot. So, ja. Nein, ich glaube, der hat gelb. Oh, der rot! Okay. Oh, aber haben wir nicht. Das war hier. Der grün. Okay, ich bin ja dran. Ich nehme mal Alex. Der rot, ah, ja, ich weiß auch was. Scheiße, es war Joko. Nee, kein Kuh, was anderes. Keko. Das sind Schuhe, ich fahre mich so ein bisschen. Ja, gut, dann ist Abion. Eben war ich auch hier auf dem Buch. Ich muss noch 3 Paare finden. Ich nehme Alicia. Hier ist Alicia. Er kriegt Anna. Und Sandra. Sandra. Ah, ja. Okay, fertig, ich bin. Das ist Rocky. Ja, grün. Das ist Rocky, ist grün. Und Sandra ist auch grün. Da sind noch 3 grüne Paare. Ich bin noch da. Wenn wir jetzt noch 3 sind. Alter. Ja. Hast du verloren? Nein. Ich glaube aber ja nicht. Weiß nicht, einfach nehmen zum Beispiel Gwen. Und die hat einen Garten. Und was ist noch? Garten. Und zack, zeig doch mal. Zeig doch. Und Stasi hat er ebenfalls. Das heißt, 4 Punkte. Nach 4 15. Und wir mal Anisha aus. Die Partnerin. Nee, doch Partnerin Heiko. Partnerin 18. Das war's. Hier ist das Ergebnis. Niklas gewinnt mit 18 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen dann jetzt erstmal zu den Zimmerspielen. Tierquiz. Hört genau hin und greift euch die richtige Wii-Fernbedienung. Verwendet den Lautsprecher der Wii-Fernbedienung. Horcht nach den Tierlauten, die aus der Wii-Fernbedienung kommen und greift euch als erster die korrekte Wii-Fernbedienung. Legt zuerst die zu verwendeten Wii-Fernbedienungen nebeneinander auf einen Tisch oder auf den Boden. Wenn das Spiel losgeht, gibt jede Wii-Fernbedienung einen anderen Tierlaut wieder. Nun versucht jeder als erster diejenige Wii-Fernbedienung zu ergreifen, die den korrekten Laut abspielt. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Runde 1. Es gibt nur 2 Tiere. In der Rücken. Oder so. Auf dem Tisch. Scheiße, Jonas hat die richtige erwischt. Das war die blaue. Start.
Oh mein Gott! Junge! Jonas, wegen dir! Junge, ich war das nicht! Ich hab die Wii-Film richtig genommen. Den Controller durchgenommen. Weil ich habe schon die erste Wii Family genommen. Okay. Ja, dann, wenn du die falsche schon nimmst direkt, dann ist es natürlich die andere. Das war jetzt kein guter Schachzug von dir, Jonas. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. Jetzt kommen die, kommen die Mies, die wir erraten müssen. Ach so, okay, einfach nur Hachi. Und nochmal ich! Okay. Man muss auch sagen, es ist ein Scheißspiel, wenn man das zu zweit spielt. Niklas gewinnt nach 3 Punkten und ja, da laufen noch ein paar Tiere um mich herum. Gehen wir jetzt zur Zeitbombe rüber. Reicht die Wii vom Ding herum, als sei sie eine empfindliche Bombe. Eine Falschbewegung. Bumm. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitbombe! Da ich dieses Spiel zum ersten Mal spiele, werde ich die Regeln erklären. In diesem Spiel reichen die Spieler einer Wii Family mit möglichst ruhiger Hand herum, und zwar ist sie eine Bombe. Wer die Bombe abgibt, muss während des Weiterreichens einen bestimmten Knopf gedrückt haben. Oh mein Gott, das... Der Spieler, der die Bombe entgegennimmt, muss bei der Annahme ebenfalls einen Knopf drücken und halten. Wird die Wii von zu heftig bewegt oder unter der falsche Knopf gedrückt, explodiert die Bombe. Lässt der abgegebene Spieler den Knopf los, bevor der Nachbar ab angenommen hat, explodiert sie ebenfalls. Erst Niklas, dann Jonas. Bei diesem Spiel wird die Handgelenkschlaufe nicht verwendet. Seid ihr bereit? Ja. Gut, ich auch. Dann kann es losgehen. 2 drücken und du musst 1. Hä? Du hast doch genommen? Oh wei, du hast wohl die Wii-Vernung zu heftig bewegt. Die ist auch empfindlicher. Man muss die. Ganz im Ernst, man muss die Wii-Vermittlung halt. Man darf die? Kein bisschen nicht. Irgendwie. Man darf nicht mal ein bisschen wackeln oder so. Machen wir weiter mit Quizwummel, was viel. Viel spaßiger ist auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Runde von Quizbombe. Da dieses Spiel zum ersten Mal spielt, werde ich die Regeln erklären. Nein, wir werden einfach wieder Reihe rum die Wii-Finding reichen und Wörter zu Themen sagen, die zum Beispiel mit einem bestimmten Wort anfangen oder zu einem bestimmten Thema passen. Und wir müssen, bevor wir es weitergeben, A drücken. Und falls das Wort falsch war für den Partner, gibt man es wieder mit 2 zurück. Wenn man es innerhalb des Zeitlimits nicht geschafft hat, das Wort zu sagen, was einem nicht eingefallen ist anscheinend, explodiert die Bombe und man ist rausgeflogen, beziehungsweise das ganze Spiel ist beendet. Ich. Der Topf? Herdplatte. Wasserkocher. Lauter. Wasserkocher. Heißes Wasser halt, ne? Tee. Ja. Kaffee. Nichts mehr eingefallen? Ja. Warte, jetzt will ich aber sehen, was da stehen würde, so als Tipps. Bestimmt Tee. Tropen, Vulkan, Sauna. Also Orte, an denen es warm ist. Wörter mit T. Mit W. Wörter mit W, sag ich doch. Jetzt Maul. Wasser.
Wärter. Wachs. Wunderladen. Wachsen. Wachstum. Was ist das für ein Wort? Wachstum. Waschen. Nicht lustig. Da steht sauber. Wachturm, Welpe, Warnung. Wachstum ist kein Wort. Wachstum. Wachstum. Dann sag das doch. Hab ich doch gesagt. Du hast Wachstum gesagt. Das Gehirn nimmt diese Information auf und bewertet sie. Erst in diesem Moment spürt der Mensch den Schmerz. Autsch. Nudeln. Das machen wir auf keinen Fall, weil ich keine Nudelsorten kenne. Ich schon. Ja, sag mal. Weiße Dinge. Das können wir gerne mal machen. Weiße Dinge. Meine Xbox One. Der Drucker von Niklas. Mein Nintendo Wii. Sein Xbox-Controller. Eine Xbox One S. Nintendo Wii-Spiele. Chocolate Chips oder sowas, die Verpackung. Die Chocolate Chips sind auch weiß. Ja. Deswegen. Duplo White. Ernsthaft? Ja. Okay. Die Schrift von der Wii. Auf der Wii-Funion. Wow, das sieht doch gerade niemand. Jetzt nochmal was wie Bueno White sagen können. Weißwale, Zucker, Wolken. Das war's dann auch mit dieser Folge von Wii Party. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis dann und ciao! Ciao!